Also es ist alles angerichtet, Lauf 1 hier vom Sachsenring, die IDM Superbike. Eine ganz, ganz starke Leistung, 1:24.1, die Pole-Setter-Zeit von Dario Giuseppetti. Nur 2 Sekunden langsamer als der Rundenrekord von Dani Pedrosa aus der MotoGP. Aber die Verfolger natürlich auf der Lauer. Karl Margaritsch, Martin Bauer, Michi Ranseder, Matej Smirz oder die schnellen Männer von Yamaha Motor Deutschland, Jörg Teuchert und Sascha Hommel. Verfolger genug für den Mann in Schwarz auf der Technogym Hertrampf Ducati für Dario Giuseppetti. Den Start gewann nicht Giuseppetti. Das Ganze gefilmt von Damien Cutlin. Karl Margaritsch in Führung. Rein ins Omega. Die Königsklasse der IDM. Mit einem starken Feld und mit starken Leistungen. Das Niveau in diesem Jahr noch einmal angestiegen. So sieht der Yamaha-Fahrer Teuchert von hinten aus. Alles ging gut in dieser Passage. Keine Zwischenfälle, alles sauber durchgekommen. Und Margaritsch, Giuseppetti jetzt schon auf 2, innen vorbei. Smirz, Bauer auf der 4. Position. Giuseppetti, der Polesetter, wollte also unbedingt so schnell wie es geht nach vorne. Aber die beiden KTMs von Smirz und auch von Martin Bauer vor allen Dingen direkt dahinter. Schönes Manöver unten an der Karthalle von Martin Bauer gegen seinen Markenkollegen Matej Smirz. Immer noch Margaritsch in Führung. Giuseppetti auf 2, Bauer auf 3, Smirz auf 4. Alle anderen, egal ob Ranseder, Teuchert, Hommel, Fennemann, versuchten den Anschluss zu halten. Auch Damien Cutlin mühte sich nach Kräften. Aber vorne die Top-Jungs ließen den Rest in der IDM keine Chance. Cutlin hier vorbei an Teuchert. Aus der Onboard, Eingangsstartziel, sauberes Manöver des BMW-Fahrers aus Australien, dem amtierenden Supersportmeister. Bauer dann vorne, vorbeigefahren an Giuseppetti und Margaritsch. Er mit der KTM, der Österreicher, ja einer der Favoriten auf die Meisterschaft. Wenn er denn verletzungsfrei bleibt, dann kann der Weg über den Titel eigentlich nur über Martin Bauer führen. Holte alles aus der Zweizylinder KTM raus, dahinter die Honda mit 4 Zylindern von Karl Margaritsch und dann schon Giuseppetti mit der Ducati. Wieder die Onboard von Damien Cutlin. Gegen Teuchert, innen durch, Plätze um Plätze hat Damien Cutlin nach seinem harten Kampf gut gemacht. Und vorne an der Spitze wehrt sich Giuseppetti gegen den Druck von Margaritsch und versucht gleichzeitig die Lücke zu Martin Bauer nicht allzu groß werden zu lassen. Der Fluchtversuch des KTM-Fahrers auf 4, Matej Smirz. Ebenfalls noch mit Kontakt zu einem echten Top-Resultat. Dahinter dann Teuchert, Ranseder, Gisbert van Genhoven, Sascha Hommel, Philipp Altendorfer. Das die Top 10. Und dann war der Polesetter aus Berlin. Dann war Dario Giuseppetti dran und kam besser raus beim Beschleunigen auf Startziel. Und nutzte die Gelegenheit. Führungswechsel also. Ganz, ganz starke Leistung von Dario Giuseppetti, der ja noch leicht angeschlagen war nach seinem Unfall zusammen mit Stefan Nebel in Oschersleben. Trotzdem eine perfekte Showboat in Lauf 1 am Sachsenring. Und die IDM nach seiner Dominanz im Training auch im ersten Rennen beherrschte. Konnte sich sogar leicht freifahren auf der schwarzen, ja privat eingesetzten Ducati. Trotzdem Top-Material. Von der Hertrampf-Truppe wie immer perfekt vorbereitet. Smirz dahinter mittlerweile vorbei an Karl Margaritsch. Auch Damien Cutlin zog vorbei. Teuchert auf 6, Ranseder auf 7. Die Verfolger van Ginhoven, Hommel und Philipp Altendorfer. Das die Top 10 in Rennen 1. Weit auseinandergezogen, was allerdings natürlich auch an dem Tempo der Spitze lag. Und die Spitze standesgemäß mit einem prächtigen Wheelie, Dario Giuseppetti, ein grandioser Sieg. Ab Mitte des Rennens hatte ich schon sehr starke Schmerzen gehabt
Und habe dann aber gesehen, dass gegen Ende Martin ein bisschen eingebrochen ist und ich konnte noch konstant meine Zeiten fahren. Und ja, habe halt mein Heil in der Flucht gesucht. So, ich habe gesehen, wo ich dann weg war, habe ich gleich einen Abstand gehabt. Und habe dann versucht, einfach nur noch wegzufahren. Das ist dann, ja, es ist eine überwältigende Sache. Ich danke meinem Team vom ganzen Herzen, den Sponsoren Ducati, Techno Gym, die alle sehr, sehr viel dafür getan haben, dass wir heute da stehen, wo wir sind. Standesgemäß der Jubel der Techno Gym Truppe um Vini reicht für Dario Giuseppetti.